Die Vorbereitungen für das Heimatfestlaufen stieß seit Monaten auf Hochtouren. Den Stein hatte 1993 der Sportverein, damals noch in Groß-Grimma, ins Rollen gebracht. Und noch heute hält der Verein alle Fäden in der Hand. Und das auf dem Terrain ihrer wunderschönen Sportanlage in Hohenmölsen. Der Startschuss fällt traditionell am Freitagnachmittag. Wir haben mal zurückgeblickt in vergangene Jahre. Beim Eröffnungszeremoniell 2009, das übrigens damals für die neue Vereinsvorsitzende Anke Meinhardt eine Premiere war, waren auch Rüdiger Erben, Mike Reichel und Andreas Günther von der MIBRAG zugegen. Letzterer übernahm später den Fassbieranstich. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, heute das Heimatfest eröffnen zu dürfen. Wie ihr sicherlich wisst, ist es ja für mich eine Premiere. Aber nicht nur für mich ist es eine Premiere, sondern auch für unseren Kneiper Norbert und seine Familie, für den Fanfarenzug, für unseren heiligen Rasen. Und wie in den Jahren zuvor, nach den Danksagungen, rücken immer die jüngsten Vereinsmitglieder in den Mittelpunkt. Wie bereits erwähnt, wurde der Fassbieranstich zum ersten Mal von Andreas Günther vollzogen. Und dabei mussten so einige Hindernisse überwunden werden. Ein ganz besonderer Höhepunkt war 2009 der Auftritt der Fanfarenzüge, die anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Hohenmölzner Fanfarenzuges extra angereist waren. Zwei Jahre später, beim Eröffnungszeremoniell im Jahr 2011, waren zwei Hohenmölzner Bürgermeister zugegen. Der Scheidende und der Zukünftige. Und auch wie jedes Jahr nach den Danksagungen bekam erst einmal das jüngste Vereinsmitglied seinen Auftritt. Den Abschluss der drei tollen Tage fand immer mit dem beliebten Spiel ohne Grenzen statt. Und auch hier war stets Stimmung pur angesagt. Nun, auch in diesem Jahr wurde mit der Tradition nicht gebrochen. Sportliche Aktivitäten, musikalische Unterhaltung, gemütliches Beisammensein und das bei strahlendem Sonnenschein und schweißtreibenden Temperaturen. Anke, du bist zwar nicht mehr Vereinsvorsitzende, aber trotzdem gehörst du ja hier dazu. Du gehörst ja zum Inventar, Anke. Wie ist es denn in diesem Jahr gelaufen? Also dieses Jahr ist es sehr gut gelaufen. Wir haben natürlich auch mal was Neues ausprobiert, gerade der Freitag. Den haben wir ja absolut der Jugend gewidmet. Und obwohl viele Skeptiker da waren und gesagt haben, na, läuft das gut, kann das gut laufen, schon alleine wegen Eintrittspreisen und. Es war bombastisch, die Jugend hat das komplett angenommen und vielleicht kann man das in der Zukunft übernehmen, dass Freitag der Tag für die Jugend ist. Okay, aber Fassbieranstich, das war alles wie gehabt, also ihr seid der Tradition nur ein klein wenig abgewichen. Ja, beim Abendprogramm sind wir etwas abgewichen, aber ansonsten ist es natürlich Tradition, dass die MIBRAG da ist, dass wir einen Sponsorenkegeln haben und uns einfach zu bedanken bei der MIBRAG für die langjährige gute Zusammenarbeit. Ohne die MIBRAG wären wir auch gar nicht hier und das ist uns dann auch sehr, sehr wichtig, dass wir das dann machen. So, wie klingt es heute aus? Heute klingt es aus, unsere B-Jugend, die hat heute noch ihren Pokalspiel. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass das heute auch funktioniert, weil die C-Jugend hat es gestern schon vorgemacht und die zweite Männermannschaft, die ist in die Kreisoberliga aufgestiegen. Also wir hatten bisher nur Grund zum Feiern. Und Spiel ohne Grenzen gibt es nicht mehr? Spiel ohne Grenzen gibt es nicht mehr, aber vielleicht findet sich noch mal eine neue Mannschaft, wie gestern im Festzelt. Da hat die D-Jugend ihren ersten Auftritt, ihren tänzerischen Auftritt hingelegt. Und das haben die super gemacht. Sie wollen das auch noch nächstes Jahr fortführen. Und wer weiß, vielleicht liegt die Hand dann doch bei der Jugend. Und wir lassen uns überraschen, was noch so alles kommt. Ich danke dir für Spaß für heute noch und dann bis zum nächsten Jahr. Dankeschön. Am Ende der drei tollen Tage waren und sind sich alle einig. Es war wieder das Fest, das zu Groß-Grimma gehört. Einfach spitze. Und so war es auch 2019.